Moin Moin zusammen, hier ist Timo von emaedia.de. Heute mal wieder mit einem Unboxing-Video und ein paar technischen Erläuterungen zu diesem Produkt hier. Ich zeige es euch mal eben kurz in die Kamera. Ja, wie ihr sehen könnt, Sony Alpha 6300. Ähm, ich für meinen Teil arbeite schon etwas länger mit einer solchen Kamera, im Speziellen jetzt mit der Alpha 6300. 6000 und habe da auch schon einen kleinen ähm, Objektivpark. Ähm, Nehme die Kamera regelmäßig auch mit auf Reisen. Ähm, sie ist klein, kompakt und hat sich bewährt. Und auch die Alpha 6000 hat das ein oder andere nette Video-Feature, was ich hier und da mal nutze. Zum Beispiel auf unserem Traveler YouTube-Channel ist ähm, die komplette äh, Doku quasi, dieser Fünfteiler über Rodos mit der Alpha 6000 gedreht. Schaut es euch einfach mal an. Ja, zurück zur Kamera selbst. Ähm, ja, recht simpel, klein verpackt. Es ist jetzt hier ähm, die Variante ohne Kitlinse dabei. Ich persönlich würde auch nicht unbedingt empfehlen, die Alpha 6300 mit einer Kitlinse zu kaufen. Zum Film ist die ganz cool, weil die einen Power-Zoom hat. Ähm, aber da ist das, ich meine, das ist das ähm, 1705. Hier. Das von Sony selbst, ähm, das ist da weitaus überlegen, also auch fotografisch. Oder halt ähm, das Zeiss, sprich das SCL1670Z, ähm, hat sich bei mir auch besonders gut bewährt. Also auch zum Filmen taugt das, taugt das sehr gut. Vor allen Dingen ist der Stabilisator leise, falls ihr mal mit den internen Mikrofonen filmen solltet. Ja, zurück zur Alpha 6000, ganz kurz auch nur ausgepackt. Ähm, da ist nicht viel in der Box drin. Also, ich kenne es von der Alpha 6000 schon. Wir haben quasi eine Mikrobedienungsanleitung in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10er, mehreren Sprachen. Ähm, typisches Material, klar. Ähm, Zubehör. Die Jungs von Sony wollen natürlich auch irgendwas verkaufen. Eine Registerkarte. Und äh, was ich persönlich ganz schön finde, ist dass bei den Sony-Kameras eine Capture One Express-Lizenz quasi beiliegt, beziehungsweise eigentlich könnt ihr euch Capture One Express bei Phase One, äh, Phase One äh, runterladen und das ist dann einfach in der Lage, die Sony ARW, also die RAW-Files, zu Lesen und dann könnt ihr sie dort drin bearbeiten. Sprich, ihr müsst nicht unbedingt äh, Lightroom zwangsläufig dafür benutzen, aber da gibt es auch mehr Alternativen. Meine Erfahrungen mit Phase One, also mit Capture One, sind bis jetzt ganz gut. Ähm, allerdings habe ich meinen täglichen Workflow noch auf den Adobe-Produkten aufgebaut. Ja, so zum Inhalt fangen wir einmal mal an. Ja, Schultergurt bzw. Gurt für die Kamera, nichts Besonderes. Hm, hat genug Grip finde ich, wobei ich sagen muss, dass mir der Gurt der Alpha 6000 ein bisschen besser gefällt, ähm, weil der doch ein bisschen, also ich finde es gefühlt ein bisschen hochwertiger ausgeführt ist, aber ähm, es benutzt ja auch nicht jeder den, den beiliegenden Gurt. Also da gibt es ja auch gute Alternativen. Ja, dann dabei ein USB-Kabel, auch bei der Alpha 6300 noch USB 2.0. Dann dabei obligatorisch Euro-Stecker für Strom. Dann natürlich das Aller, Allerwichtigste, das Akku. Ähm, dazu gleich aber mehr. Wir haben ja ähm, nach wie vor denselben Akkutyp wie in der Alpha 6000, den np -E 50 mit 1020 mAh. Ja, 1020 mAh ist nicht sonderlich viel. Ähm, allerdings kommt ihr damit ganz gut über die Runden. Also ich schaffe so zwischen, also jetzt wirklich... Im Echtbetrieb so zwischen 300 und 400 Bildern. Also, egal, ob ich einen optischen Sucher oder das Display hinten verwende, es sei denn, ich habe das Display hinten auf der Sonneneinstellung, ähm, dann wird es ein bisschen weniger. Film, ja, geht auch. Bei mir so gut, locker 30, 40 Minuten immer. Also selbst, also bei der Alpha 6000 kann ich jetzt noch von sprechen, ähm, selbst im 1080p Modus mit äh, XAVCS Codec, wo er dann mit 50M mit aufnimmt. Ja, noch beiliegend ist in dieser Variante hier ähm, der Stecker für unsere englischen Freunde. Und ja, das in Anführungszeichen Ladegerät. Im Grunde genommen ist das hier nichts anderes. Äh, ja, wie Netzteil, sprich 230 Volt ähm, zu 5 Volt USB. Also sprich, da kommt auch nicht großartig viel Saft raus, wenn das genauso ist wie bei der Alpha 6000. Ja, es sind auch hier 5 Volt 1,5 Ampere Ladestrom. Ähm, ja, zu dem Aufladethema gleich noch ein bisschen was. Ja, und dann haben wir hier noch schön verpackt die Alpha 6300. Ja, äußerlich, ich zeige sie mal kurz rum. Mir seht äußerlich getan. Hat sich da erstmal nicht viel, also ich kann zum Vergleich auch noch mal die hier neben halten, also da wie ihr seht, sieht man erstmal keinen großartigen Unterschied. Ähm, allerdings muss ich auch direkt sagen, man sieht keinen Unterschied, man spürt ihn aber. Die Kamera ist mit 404 Gramm etwas schwerer geworden. Die alte Alpha 6000 wiegt 344 Gramm, liegt daran, ist jetzt komplett hier Magnesiumlegierung ausgeführt und ist in der Tat auch 4 mm, die man nicht sonderlich merkt, dicker. Und auch ich habe persönlich das subjektive Gefühl, dass die Kamera ein bisschen griffiger geworden ist. Ja. So viel erstmal auch dazu. Dann würde ich jetzt mal in den Vergleich so ein bisschen auch rüberschenken. Alpha 6000, Alpha 6300. Ja, ähm, erster Unterschied, der Preis. Der Preis liegt momentan für die Alpha 6300 bei knapp 1150 Euro. Ich hatte heute noch mal nachgeschaut. Und die Alpha 6000 ist auch seltsamerweise wieder ein bisschen teurer geworden äh, mit 550 Euro. Vor ein paar Monaten gab es die doch hier und da mal so für knapp unter 500 Euro. Ähm, aber nun denn, also ja, der Preis ist schon mal saft, saftig. Und dann, wenn, man, wenn man sich die Kamera einfach mal wirklich auch nur, nur so anschaut, ja, der Riesenunterschied ist es erstmal nicht. Aber gut, ähm, der Teufel steckt wie so oft im Detail oder halt auch im Inneren der Kamera. Also, angefangen beim Sensor. Der Sensor quasi in der Alpha 6300, ähm, so sagt Sony zumindest, ist komplett neu designt und wie auch immer natürlich designt auch nur für diese Kamera. Also, die Kamera hat immer noch 24 Megapixel. Ähm, der einzige Unterschied ist quasi, dass der Sensor, der 6300, jetzt irgendwie damit Kupfer verdrahtet ist, um eine schnellere Transferrate quasi in den, in den Arbeitsspeicher der Kamera zu gewährleisten. Das ermöglicht ähm, in dem Moment auch eins der Key-Features. Ihr seht es ähm, hier oben vielleicht ähm, bei der Kamera selbst. 4K das Symbol auf der Kamera, ja, 4K Video. Das ist auch für mich so der der Punkt, wo ich sage, wenn ihr filmt, also gerade wenn ihr ein bisschen mehr filmt und auch so ein bisschen mehr Output aus der Kamera erwartet, ist die 6300, das kann ich jetzt schon sagen, ein ganz guter Sprung nach vorne, sowohl im Full HD Modus als auch im 4K Modus. Im 4K Modus muss ich halt sagen, meine letzte Info war ist, die nimmt quasi irgendwie internen in 6K auf, das Pixel genau und skaliert dann irgendwie auf 4K runter. Das ermöglicht extrem scharfe Bilder. Die ersten Aufnahmen, die ich mit der Alpha 6300 gesehen habe, muss ich auch in der Tat sagen, ich kann sie persönlich nicht unterscheiden zwischen einer, einer A7R2 4K Aufnahme oder auch einer A7S2 4K Aufnahme. Der Unterschied dann bei der S oder bei der R ist halt noch der interne Bildstabilisator, der bei der Alpha 6300... Natürlich fehlt. Ja, irgendwo muss der Unterschied natürlich zu den großen Modellen noch sein. Nicht nur in der Sensorgröße, sondern auch ein bisschen im Feature-Umfang. Neu hinzugekommen für euch Filmer ist auch der Mikrofoneingang. Ähm, so seid ihr jetzt endlich in der Lage, zum Beispiel sowas her, das Rode Stereo Mic Pro. An der Kamera anzuschließen und aufzunehmen. Das war leider mit der Alpha 6000 nicht möglich. Ähm, deswegen musste man immer auf externe Aufnahmerekorder irgendwie zurückgreifen. Und die internen Mikrofone, ja, sie sind überdurchschnittlich, aber nicht gut genug. Das muss man auch mal vorweg sagen. Ja, ein weiteres neues Feature, wie ich finde, was ich gut finde, ist, während die Kamera an ist, also ich schalte sie jetzt einfach mal an. Ähm. Natürlich sollte man den Akku vorher rein tun. Das war natürlich jetzt mein Fehler. Aber gut, passiert. Macht die Kamera jetzt einfach mal an. Ähm, was mit der Alpha 6000 auch noch nicht möglich ist, was ihr vielleicht aus den A7 Modellen den der zweiten Generation kennt, ist, ihr habt die Möglichkeit, ich habe jetzt mal hier einfach mh, so eine Powerbar. Die Kamera, wie ihr seht, läuft. Ich mache den hier an der Seite auf und. Stecke quasi ähm, das USB-Kabel hier rein und die Kamera reagiert dementsprechend drauf. Ähm, ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil es auf dem Display wirklich extrem klein ist. Ähm, ja, man hat jetzt quasi das Ladesymbol der Kamera ähm, und kann währenddessen Fotos machen, kann währenddessen aufnehmen. Sprich, also das hier in der Kombi. Die Power war jetzt zum Beispiel hat irgendwie knapp über 9000 mAh. Das ist nahezu unlimitierte Akkulaufzeit. Ähm der nächste Punkt, der so ein bisschen auch durch ein paar YouTube-Videos geisterte und auch durch ein paar Foren geisterte, ist das Thema mit dem Überhitzen. Es gibt mittlerweile ein Firmware-Update für die äh, Alpha 6300 gerade rausgekommen. Ähm, das soll nochmal ein bisschen was mit der Überhitzungsproblematik äh, regeln. Ansonsten habe ich selbst bei knapp 20-30 Minuten Daueraufnahme 4K keine Überhitzungsprobleme feststellen können. Allerdings habe ich sie auch nicht in der prallen Sonne betrieben. Also, das ist aber auch schon bei der Alpha 6000 ein Problem, jetzt wo wir auf Rode waren ein-, zweimal in der prallen Sonne bei über 30 Grad. Naja, Übersetzungsprobleme im Videomodus hin oder her. Also, die Alpha 6300 bleibt auch wie quasi, ich sag mal, ihr kleiner Bruder, ähm, die Alpha 6000. Es sind weiterhin gute Kameras. Ähm, wie, für mich, wie gesagt, der Unterschied eigentlich nur im, im, im Videografiebereich. Ähm, die eignet sich halt wirklich auch um semi-professionell dann auch. Ähm, Aufnahmen zu erstellen, in der extrem hohen Qualität, für die ich ansonsten ja, locker das Doppelte oder Dreifache ausgeben müsste. Der einzige vielleicht Mitbewerber wäre noch äh, Panasonic mit der GH4. Ähm, da liegen wir, glaube ich, im ähnlichen Preisbereich, wobei die GH4 halt keinen aps c sensor hat. Ähm, dementsprechend sollte sie im Lowlight eine schle äh, leicht schlechtere Performance bieten. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich die GH4 persönlich noch nicht getestet habe. Ja, auch eine Änderung ähm, äußerlicher Natur ist jetzt hier hinten, wo wir hier nur ähm, Auto Exposure Lock haben. Als, als Taste auf der Alpha 6000 haben wir jetzt hier Auto Exposure Lock oder den Umschalter zwischen... Ähm, manuellen Fokus und Autofokus beziehungsweise den Backbutton-Fokus. Also ich würde es als Backbutton-Fokus äh, nutzen, drückt ihr drauf und könnt quasi selber den Fokus noch nachjustieren. Und dank dieser Fokus-Peaking, also dieser, dieses rand äh, funktioniert das in der Alpha 6300 auch gut. Ja, so ein bisschen zu den technischen Daten. 24 Megapixel hatte ich ja schon gesagt. Prozessor, ja, ist immer noch dieser Bionz X, was auch immer uns das sagen soll. Ähm, da nennt ja jeder Hersteller seine, seine Prozessoren anders. Die einen nennen die anderen nennen so. Ähm, irgendwie heißt der Prozessor identisch wie in der Alpha 6000, soll trotzdem eine neue Generation mit mehr Leistung sein, was ja bei 4K-Video dementsprechend auch notwendig wäre. Ähm, also Sony scheint da nicht irgendwie den Namen zu rotieren und dann dauernd irgendwelche äh, Ziffern dranhängen zu müssen. Ja, wo sich noch was getan hat ähm, gegenüber der Alpha 6000, das kann ich auch sagen aus, der, aus den ersten Tests, ähm, ist der Autofokus. Autofokus selber in der Alpha 6000, ihr kennt die Geschichte noch mit Manuel Neuer in der Werbung, ja, schnellster Autofokus der Welt, wenn und dann. Und ja, bei optimalen Lichtbedingungen und auch wirklich nur mit dieser Linse. Ähm, ich muss jetzt sagen, nach gut ja, einem halben Jahr, ja, mit der Alpha 6000, der Autofokus ist schon verdammt gut. Also auch schon bei der Alpha 6000. Ähm, wir reden da mit einem Hybrid-Autofokus mit 179 Messfeldern bei der Alpha 6000 und angeblich in 0,06 Sekunden. Ähm, ja, fokussiert sie angeblich. Ja, das hat man hier so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir haben jetzt 425 Messfelder äh, Hybrid-Autofokus, äh, beziehungsweise Phasen-Autofokus und ähm, also On-Chip-Autofokus on und angeblich jetzt 0,05 Sekunden. Ja, hm. Der Video-Autofokus sagt Sony, der ist so knapp fast doppelt so schnell, ja, wobei es mir beim Video-Autofokus nicht um die Schnelligkeit geht, sondern darum, dass er die Szenarien richtig erkennt. Wenn man ein Video überhaupt mit Autofokus aufnimmt, sollte das schon passen. Das können die Sony-Kameras angefangen von der RX100 äh, bis zu Alpha 6000 und Alpha 6300 und den anderen Derivaten wirklich gut mit dem Face Detection, das funktioniert wunderbar. Ähm ja, wie ihr seht ab und zu, ne, wenn man da mal ein bisschen näher rangeht und ein Gesicht da gerade zufällig noch im Bild ist, dann stellt er natürlich vorrangig das Gesicht scharf. Ähm, ja, wo sich auch noch was getan hat, ist der elektronische Sucher bei der Alpha 6000 mit 1,4 Millionen Pixeln, so Pi mal Daumen. Ähm, und hier jetzt mit 2,3 noch was Millionen Pixeln macht sich definitiv bemerkbar. Der Sucher scheint auch fürs Auge auf jeden Fall größer. Und das weitere Highlight ist, dass der Sucher hier äh, mit quasi 100 Frames arbeiten kann. Also man kann die Sucherfrequenz hier zwischen 50 und 100 Frames umstellen, zumindest jetzt im PAL-Modus. Ich habe es noch nicht im NTSC-Modus probiert. Vielleicht ist es da noch auf 60 und 120 möglich. Ähm, und was mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, wenn ihr mit acht Bildern die Sekunde quasi ähm, die, die Bildfolge schießt, also wenn ihr jetzt Sport schießt, bleibt der äh, Viewfinder an. Also ihr könnt das Objekt mit leichter Verzögerung im Viewfinder sehr, sehr gut nachverfolgen. Das war bei der Alpha 6000 noch nicht so möglich. Ähm, muss ich sagen, Aber bei vollen 11 FPS äh, Serienbildfunktion ist es aber auch bei der Alpha 6300 nicht möglich. Ja, zum Gewicht. Ich habe ja schon gesagt, haptisch viel, viel besser. Mir gefällt das wirklich. Also manchmal denke ich so Alpha 6000, wenn ich es jetzt wieder in die Hand nehme, ist Spielzeugkamera weil sie halt aus viel Plastik, wenn auch hochwertigem Plastik besteht. Dieses, dieses leicht milierte Magnesiumalloy, also dieses Magnesiumgehäuse, fühlt sich weitaus hochwertiger an und der Grip hier vorne ist auch einfach ein bisschen besser ausgeführt. So viel zu der Erinnerung. Maße, wie gesagt, haben sich, hat, hat sich eigentlich nichts getan. Höhe, Breite ist komplett identisch. 120 x 67 mm. Ähm, aber in der Dicke, wie gesagt, 45 mm bei der Alpha 6000. Und hier haben wir, ich meine, 49 waren es. Ansonsten, den für den einen oder anderen von euch interessant ist ein Feature der Alpha 6300. Ihr könnt A-Mount-Objektive äh, mit einem wirklich einfachen Adapter hier verwenden. Ähm, ohne dieses Autofokus-Modul, was man da irgendwie dazwischen stecken muss. Also sprich, der Sensor ist in der Lage, mit und objektiven zu arbeiten. Ähm, falls ihr also da noch irgendwie was im Keller habt oder halt wirklich noch eine Kamera mit Armout habt, ist das hier definitiv eine gute Möglichkeit, auf das neue System zu gehen. Vor allem noch eine Preiswerte. Das, was euch fehlen wird, ist der interne Bildstabilisator, der Kamera. Na, also, der wird euch an der A6300 dementsprechend fehlen, weil die meisten A-Serie, also A-Mount-Kameras, haben halt diesen, diesen Mehrfach-Mehrachsen-Bildstabilisator in der Kamera drin. Ansonsten, wie gesagt, Mikrofon hatte ich ja schon gesagt. Äh, Pop-Up-Blitz ist <laughs> immer noch äh, der gleiche wie vorher. Ich verwende ihn nicht. Äh, ich, ich persönlich mag es auch nicht zu blitzen, mal davon abgesehen. Ähm, nun ja, also. Äh, Akku, dadurch, dass ihr quasi, gerade wenn ihr Video arbeitet, hier eine Powerbank parallel anstecken könnt oder so, gar kein Problem. Ansonsten holt man sich noch ein oder zwei Akkus ähm, dazu. Das ist auf jeden Fall ratsam, gerade auf längeren Fototouren. Und was Objektive angeht, würde ich euch jetzt gerne auch nochmal so, so einen kleinen Tipp geben, beziehungsweise euch drei meiner Wahlobjektive vorstellen. Da fällt mir ein, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar ist Sony selbst ist etwas kritisch. Und zwar mit dem Thema Speicherkarten. Ähm, Gerade dann, wenn ihr 4K-Video aufnehmen wollt mit der Alpha 6300 oder generell im AVCS-Codec, ähm, dann hat sie gewisse Ansprüche an eine SD-Speicherkarte. Also, sprich. Ähm, Klasse 10 ist ganz klar, URS irgendwie 1 und dann gibt es ja noch dieses, dieses U3-Zeichen auf, auf diesen äh, Speicherkarten. Ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt irgendwie scharf. Ähm, ja, also ich habe hier eine Alexa mit äh, 95 mb die Sekunde natürlich lesend, 128 GB. Ähm, die tut's. Also ihr habt nichts davon, wenn ihr hier diese URS 3 oder 2 Klassen benutzt, die ihr noch mehr, und mehr Kontakte auf der Rückseite habt, die nutzt die Kamera nicht. Ähm, aber wie gesagt, da, da sind die Kameras doch etwas wählerisch. Also da solltet ihr unter Umständen dann auch äh, für ja, eine neue SD-Karte sorgen, da auch 4K-Video ja, bei so einer Minute irgendwo, und dann irgendwo beim Gigabyte liegt. Also das ist ja auch noch so ein Platzthema. Ja, wie gesagt, zu den Objektiven. Ich persönlich arbeite Absolut gerne mit dem 1018, also Sony intern SEL 1018. Das ist ein Ultraweitwinkel für APS-C oder eigentlich Weitwinkel in dem Moment, wenn man es äh, auf Kleinbildformat umrechnet, äh, mit einem Bildstabilisator. Offenblende 4 ähm, hat sich jetzt für mich in der Landschaftsfotografie doch sehr bewährt und auch so indoor ist das äh, ein, ein super Ding. Wenn man das jetzt mal in die Alpha 6300 schraubt, Sieht es anfangs, gerade wenn man nur die Kitlinse gewohnt ist, ein bisschen bulky aus. Ja, also das äh, gerade im Seitenprofil ist erstmal, denkt man, okay, äh, muss das so sein? Ja, muss. Ähm, die Linse selber überzeugt mich, wirklich, sie verzeichnet nicht großartig. Ist mit einer durchgehenden Blende 4 ausreichend lichtstark. Ähm, Landschaften fotografiert man ja eh doch eher so um die F8 rum oder äh, so in der Region. Um auch die Schärfe dann dementsprechend zu gewährleisten und da äh, nicht in irgendeine Gefahr zu laufen. Dann meine, ja, doch neu, in Anführungszeichen noch neueste Errungenschaft ist die hier. Das ist die SEL 35 f 18 Eine Festbrennweite. Recht süß, wiegt auch kaum was. Ähm, macht aber saugute Bilder, muss ich sagen. Also ich bin da echt überzeugt. Ich dachte erst so, ja, auf dem Blende F18 ist ein bisschen mau. Es gibt doch F1.4, also gerade wenn man in so Richtung Fuji X-System und Konsorten guckt, dann eine F1.4. Ja, oder vielleicht sogar mal eine F1.2. Nur ähm, ja, F1.8 reicht mir aus. Ähm, das Thema Schärfentiefe, Bokeh ist auch, also gerade das Bokeh finde ich sogar bei der Linse sehr, sehr hübsch. Ähm, und ihr habt einen riesen Vorteil, selbst diese Festbrennweiten ähm, sind stabilisiert. Ähm, das macht für mich F18 äh, mehr als ausreichend und auch äh, lässt mich irgendwie ja, noch was offenbändiges nicht, nicht vermissen. Ja, und dann äh, quasi so mein, mein Immer drauf ist das ähm, SEL 1670Z. Äh, das ist eine Sony ähm, Zeiss Linse quasi. Ähm, ja, die verwende ich eigentlich quasi dauernd, also umgerechnet. Sind wir da irgendwo dann bei ja, 16 mal 1,5 plus ja, 705 offen am, am Ende hinten? Also es hat sich auch bewährt. Ist auch bildstabilisiert durchgehende Blende 1,4. Ist auf jeden Fall auch knacke scharf. Bei offen Blende fallen die Ränder ein bisschen ab, aber das ist halt üblich. Und bei einem Preis, ich glaube, die kommt gerade unter 1000 Euro, ist sehr Geld auf jeden Fall wert. Die einzige Alternative für mich ist die Sony ordinäre Linse, die dann allerdings sogar auch noch, was der Vorteil der Sony-Linse ist, über einen Power-Zoom verfügt. Also sprich, ihr habt dann an einer Seite eine Wippe, wo, mir, wo ihr gerade im Videomodus zoomen könnt. Ja, ähm, wir werden uns jetzt die nächsten, ja die nächste Woche Minimum noch mal ein bisschen tiefer mit der Alpha 6300. Beschäftigen, ein bisschen habe ich schon und der erste Eindruck, wie gesagt, den habe ich euch ja gerade so ein bisschen vermittelt, ähm, ist durchweg gut, es ist an allen Ecken und Kanten verbessert worden. Ich kann jetzt definitiv, würde ich sagen, behaupten, es ist nicht schlechter geworden, es ist alles ein bisschen besser geworden, der Fotomodus halt nur ein Quentchen besser, ISO 6400 rauscht immer noch, gefühlt sogar einen ganz kleinen Tacken mehr als bei der Alpha 6000, aber ISO 3200 ist ein bisschen besser geworden, der Videomodus ist überragend, also da, äh, wenn ihr mit Video äh, hantiert, ist es definitiv die Kamera der Wahl, momentan auch preisleistungsmäßig. Ja, solltet ihr Fragen zur Alpha 6300 haben oder irgendwelche Vergleiche gerne angestellt haben zwischen diesen beiden quasi Kamerabrüdern, ähm, schreibt uns doch bitte in die Kommentare. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ähm, über, über den einen oder anderen Like oder natürlich auch das Abo würden wir uns natürlich freuen. Insofern, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.